So, also das ist hier so ein doppelter Rollstuhl für Rollstuhlfahrer, die nicht alleine fahren wollen. Wobei ich ursprünglich ja gar keinen Rollstuhl bauen wollte, sondern einfach von diesem einen Kettenfahrzeug, das er hatte, meine Motoren nutzen wollte und bei normalen Lenken da Schwierigkeiten gab. Und da habe ich mir überlegt, 360 Grad wird ja keine Schwierigkeiten geben. Und dann einen Drehkranz genommen habe und einfach mit kleinen Rädern gespielt habe. Wir müssen dann auch noch mal ein bisschen die Technik gemeinsam zeigen. Wenn man das nämlich nicht ganz eng macht, dann kann man nämlich wunderbar sehen, wie ein Differential arbeitet, weil das eine Rad dreht sich schnell, das andere langsam. Also das Fahrzeug hat ein Differential hier hinten und das kann ja, hat vorne einen Drehkranz mit ganz kleinen Rädern und kann dadurch ganz enge Radien fahren und man kann hier wunderbar sehen, wie ein Differential halt auch funktioniert. Ich erzähle nochmal, das Fahrzeug war vorher dieses Kettenfahrzeug mit den verbauten Spoilern, was es gab. Also hatte halt zwei Motoren, ich wollte einfach ein normales Fahrzeug bauen. Da war aber das mit dem Lenken schwierig, deswegen habe ich dann irgendwann überlegt, dass es cool wäre, oder einfacher wäre, technische Lösung, wenn man irgendwas hat, was um 360 Grad drehen kann. Weil okay, also dieses Fahrzeug hat ein Differential und einen Motor dort und es kann halt ganz enge Kreise ziehen, wobei man wunderbar sehen kann, wie so ein Differential funktioniert. Und auch wie hat sich die Geschwindigkeit der Räder drin. Dann hat es hier vorne einen Drehkranz mit kleinen Rädern. Zwei Aufnahmen für die Rollstuhlfahrer. Und es ist halt so, das Fahrzeug war vorher dieses Kettenfahrzeug, was es von Lego gab, mit zwei normalen Motoren. Ich wollte ein normales Fahrzeug bauen. Es gab bloß mit der Lenkung Probleme, dann hatte ich überlegt, dass es das Beste ist, meine Lenkung macht, die um 360 Grad drehbar ist. Also ich hatte überlegt, dass man ein Fahrzeug baut, was eine Lenkung hat, was sich um 360 Grad drehen lässt, weil dann dürfte es mit der Lenkung ja keine Probleme geben. Wenn er etwas weiter lenkt oder etwas weniger weiter lenkt, ist das ja kein Problem. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, keine Räder unten zu nehmen, ein großes, dass sich das drehen lässt. Hat die natürlich die Infrarotsteuerung, was natürlich draußen nicht ganz so gut ist. Und ja, dann bin ich auf die Idee gekommen, halt einen Rollstuhl mit für zwei Leute draus zu machen, weil dann ja einer alleine vielleicht nicht fahren möchte. Gut, Cut. Okay, also ich wollte jetzt hier noch mal kurz die Technik zeigen. Also da ist der Drehkranz. Und den kann man hier jetzt um 360 Grad, kannst du den sehen so? Und da unten sind hier diese zwei Räder, die, wo es drauf steht und dann fährt. Und dann haben wir jetzt hier hinten das Differential, das angetrieben wird. Und dann kann man natürlich ein Rad festhalten. Warte mal, ich halte mal eins fest, dann kriege ich natürlich das andere dementsprechend. Und ja, dann ist hier der Infrarotantrieb. Ja gut, viel mehr Technik hat das nicht. Ist eigentlich ein bisschen umbaute Luft. Und ja, und mein Kumpel ist ja Experte im Rollstuhlfahren, weil er sagt, es gibt noch keinen Zwillingsrollstuhl. Das wäre vielleicht mal eine neue Idee im Patent.